Hallo liebe Bastelfreunde, heute möchte ich euch oder mit euch zusammen ein Rezeptbuch basteln, und zwar soll das für Cupcakes werden. Dafür habe ich mir ausgedacht, dass ich das ziemlich groß halten möchte, und zwar 10 Inch mal 12 Inch. Da habe ich mir jetzt eine stabile Pappe ausgeschnitten, dann habe ich mir noch zwei Seitenteile dazu ausgeschnitten, die auch 12 Inch und 6 Inch sind, also 12 Inch lang und 6 Inch breit, kann man dann nachher so aufklappen. Und um das Ganze nachher von oben herab zu verschließen, habe ich mir noch so eine Klappe ausgedacht. Das ist auch 10 Inch breit und 7 Inch ungefähr lang gewesen. Da habe ich mir einfach hier eine schöne Rundung reingeschnitten. Die habe ich einfach vorher aufgemalt, ausgeschnitten, dann das ausgeschnittene Teil einmal gedreht und auf der Seite auf die Pappe angelegt, mit Bleistift nachgezogen und dann einfach ausgeschnitten. Somit habt ihr zwei gleiche Teile, also es ist gleich auf beiden Seiten. Jetzt werde ich die ganzen Teile erstmal miteinander verbinden, dass wie so ein Buch entsteht oder wie so ein Heft, und dann sehen wir uns wieder. Ich verbinde die Teile mit sogenanntem Malerkrepp und lasse aber eine ziemlich große Lücke hier drin, weil ja nachher da eine Menge Rezepte rein sollen, und da muss natürlich ein bisschen Spielraum sein. Also nicht so eng aneinander dran setzen. Ich habe jetzt hier gut, schauen wir mal, einen guten Zentimeter Platz gelassen als Fischen. Soweit habe ich jetzt erstmal alle Teile miteinander verbunden. Man kann es jetzt also nach oben klappen, nach rechts und nach links klappen. Dann habe ich mir schon zurechtgeschnitten, hier unten wird nur eine Tasche angebracht, da muss ich noch so ein Ziehharmonika Papier dazwischen machen, irgendwie so ein bisschen, dass es so einen kleinen Abstand hat, dass man hier schön Sachen reinstecken kann. Und so verschließt man dann die Tasche wieder. So, jetzt geht's ans Innenleben. Den Innenaufbau habe ich jetzt fertig. Und zwar habe ich hier so diese kleinen Rezeptkarten. Die sind in der Breite 5¾ Inch mal 4 Inch. Die werden dann wie so ein Wasserfall hier alle angebracht. Und dann habe ich noch die etwas größeren auf der anderen Seite. Die sind ebenfalls 5¾ Inch mal 6 Inch. Dann ist hier, wie gesagt, die kleine Tasche. Da habe ich mir diese kleinen diese kleinen Ziehharmonikas gemacht. So. Die werden hier mit eingeklebt, und somit hat man hier Platz, genügend Zeugs hinten reinzustecken. Jetzt werde ich das Ganze mit Designerpapier erstmal verschönern, und dann sehen wir uns wieder. Jetzt habe ich den nächsten Arbeitsschritt gemacht, und zwar habe ich zum einen die ganzen Ränder mit Altrosé Distressed, und zum anderen habe ich über das Malerkrepp jetzt Textilband bzw. Washi-Tape geklebt, damit man nachher dieses blöde Malerkrepp halt nicht mehr sieht, damit alles abgedeckt ist. Das ist jetzt sozusagen ein kleiner Zwischenschritt, den ich euch kurz zeigen wollte. Und jetzt geht's ans Ausschneiden der Papiere. Yeah! Den Rohling habe ich jetzt erstmal soweit fertig. Ich habe sogar schon drei Embellishments aufgeklebt, weil die immer ein bisschen länger brauchen, bis die kleben. Dann habe ich hier Papier, also zwei verschiedene Papiere gemacht, damit es nicht so langweilig ist. Hier ist einfarbiges Papier aus dem Grund, hier kommen ja noch die ganzen Wasserfälle drauf. Hier, ne? Die kommen ja noch alle drauf, die Karten. Die muss ich natürlich alle noch bekleben. Hier habe ich mir schon die Tasche eingebaut, also hier kann man Sachen reinstecken. Ist auch richtig viel Platz. Ja, das war jetzt erstmal der Rohling. So, zuklappen, zuklappen, zuklappen. Rückseite habe ich noch nicht, kommt noch. Soweit erstmal der Rohling. Jetzt werde ich mich erstmal beimachen. Ich habe lauter so eine kleinen Kärtchen, die werde ich jetzt alle ausschneiden. Und zwar werde ich die dann nachher so in die Ecke hier kleben. Nur die Ecke befestigen, und dann kann man schön dahinter mal das Rezept stecken. Aber natürlich kommt hier erst noch schönes Papier auf. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Arbeitsschritt. So, jetzt habe ich es auch die Rückseite geschafft. Ja, zeige ich euch kurz.
Ihr seht sie, was soll ich dazu groß sagen? Hier unten ist dann noch mein handgemacht Fondstempel. Da trage ich nachher noch meinen Namen ein. Hatte ich jetzt bloß noch keinen Stift zur Hand. Vorne ist nichts weiter. Also zwei Schmetterlinge sind dazu gekommen. Dieser und dieser. Und ich habe nochmal zwei Metall-Embellishment eingesetzt. Und zwar hier oben. Da und da. Sieht so ein bisschen aus wie Augen, sehe ich jetzt gerade. So, innen ist es noch geblieben, wie vorhin. Also im Moment noch leer. War auch eine reine Fleißarbeit, diese ganzen Karten zu machen. Und zwar habe ich in jede Karte, habe ich auf jeder Karte, das sind 8 Stück von den kleinen, habe ich zum einen darauf geachtet, wenn man die hochklappt, dass das auch gerade ist. Und zum anderen hat jede Karte irgendwo eine Einsteckmöglichkeit, entweder für Fotos oder nachher fürs fertige Rezept. Ich werde natürlich noch entsprechend die Papiere zuschneiden. Ich überlege, ob ich da noch die Kanten ein bisschen distresse, dass die nicht so langweilig aussehen, die Papiere. Schaue ich mal. Oder ich hole mir noch anderes Papier. Vielleicht auch das. Ja, die kommen dann jetzt alle hier rein. Das sind 8 Stück hier. Muss ich bloß noch einkleben. Und 6 von den großen. Auch da hat jedes Papier, jetzt habe ich hier noch keine passenden zugeschnitten, hat auch hier jedes eine Einsteckmöglichkeit für Rezept oder Bild. So, jetzt werde ich die natürlich noch alle einkleben und dann zeige ich euch mein absolut fertiges Objekt. Bis denn! Endlich ist es komplett fertig und ich zeige euch jetzt das Innenleben. Und zwar habe ich ja innen die zwei Wasserfälle angebracht. Einmal links den mit den größeren Blättern und einmal rechts mit den etwas kleineren. Ich dachte mir, die größeren kann man gut verwenden, wenn man mal etwas längere Rezepte hat oder etwas ausführliche Rezepte oder größere Fotos. Man kann ja auch Fotos dahinter stecken. Hier hat man auch die Möglichkeit, schon den Titel von dem Rezept drauf zu schreiben, ganz wie man mag. Ich blätter die kurz durch. Auch hier, auch wenn es erst nicht so aussieht, ist eine Tasche versteckt. So, und dann gibt es noch die rechte Seite und hier sind die etwas kleineren Karten. Und auch hier ist auf jeder Seite die Möglichkeit, was dahinter zu stecken oder reinzustecken. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht wie hier, habe ich gut getan, weil ich genau auf das Motiv genau abgekupfert habe sozusagen. Auch hier darauf geachtet, dass sich das sozusagen genau gleich befindet, das Motiv. Manche habe ich ein bisschen distressed, manche nicht. Ganz nach Gutdünken. So, das war sozusagen das Innenleben. Achso, hier in der Mitte hat man die Möglichkeit, zum einen die von mir vorgefertigten Karten unterzubringen und natürlich einen Stift. Und man kann hier auch erstmal so Rezepte reinschmeißen. Ja, wollte ich euch gerne zeigen. Das ist mein Rezeptbuch, was ich demnächst verschenken werde. Deswegen musste ich es noch schnell filmen. Und benutzt habe ich fast ausschließlich einmal dieses Papier von Aldi. Charming. Und die zwei kleinen Blöcke, die hatte ich mal bei Kik für 1 Euro. Es gibt natürlich auch noch andere Papiere, die ich benutzt habe, aber größtenteils die 3 Blöcke. Ja, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!